Einen wunderschönen guten Tag hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute das Add-on, den Zusatz in Albträumen verloren vom Resident Evil 5. A few years ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Jawoll. Hallo, in Albträumen verloren, das Spencer-Anwesen. Schön. Und tatsächlich ist ja das... Ach, hey, was ist denn hier passiert? Blood is on the floor. Tatsächlich ist ja das Spencer anwesend. Anwesend? Das aus dem ersten Teil. So, dann schauen wir doch mal. Als großer Kunstfreund muss natürlich erstmal die teuren Ming-Vasen hier zerstören. So. Habe ich natürlich auch bei mir im Flur so installiert. Okay, jetzt anscheinend offen. So, was haben wir hier? Finden wir diese kleinen Pokelsterne. Das fand ich schon beim ersten Teil komisch, dass wir quasi... Come on, Roger! Ja. Haben wir denn hier... Okay, ja, tatsächlich nicht. Wir finden halt diese Sheriff-Sterne da oben, ne? diese Badges irgendwie. 150 haben wir davon. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was wir im ersten Teil davon machen konnten. Also nicht im ersten Teil, meine Güte. Heute ist es richtig gut hier mitsprechen. Das erste Add-on, eine verzweifelte Flucht, da haben wir die Dinger ebenfalls gefunden. Und ich dachte tatsächlich, dass man sich davon Dinge kaufen kann. Es wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, fällt mir gerade ein, dass man in einem anderen Modus des Spiels, im Söldner-Modus, sich vielleicht dafür Sachen kaufen kann oder freischalten kann, indem man halt diese Dinger eben sammelt. Okay, gut, dann schauen wir uns mal hier den Essenssaal an. Ist von innen verschlossen. Okay, verstehe. Die Tür drüben, aber ich schätze mal, da werden wir wohl erstmal irgendwie ein Symbol für brauchen. Sieht aus, als können hier etwas hineinpassen. Ja, ansonsten ist hier echt ziemlich viel Scheiße passiert. Muss man mal so sagen, wenn man sich die ganze Sauerei hier anschaut. So. Okay, dann gehen wir halt mal. Hey! Okay. Eagle 6 to Nest. Do you read? Hat's mich doch wirklich gekriegt. We found some men down. Judging by their wounds, it looks like they were physically assaulted. I figure they're probably Spencer's security. Lord only knows what killed them. Roger that. We knew this mission wouldn't be a cakewalk. Use extreme caution. Use extreme caution. Ja, schon klar. Die sehen so... Die sehen so wie nach Roboterhände aus hier. Schaut mal. Das hat mich gerade so bei dem unteren schon so ein bisschen irritiert. Die sehen alle gleich aus. Das sind alles Agents von Matrix hier. Okay. Gut. Wunderbar, die sind jetzt natürlich offen. Das ist schön. So, chill. Ja, mit einem schönen Vorwärtssalto rüber, wie es sein muss. So, und schauen wir mal, ob Jill da drüben alles findet. I'm in a dining room. Alright. Well, looky here. I found a weapon I can use. Ooh, nice. Schön. So. It kind of takes you back, doesn't it? To Raccoon City? Unfortunately, yeah.
That's where all this started. Hard to believe that was 8 years ago. I guess I am getting older. You're not the only one. I got the door open. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal runter. Ins Esszimmer. Ins gute alte Esszimmer. Geh doch mal da vorbei. Das ist so ein Wichser, dass an jeder Kante hängen bleibt, ey. So, chill. Was hast du denn gefunden? For a weapon. Oh, Shotgun. Give me your shotgun. Use this. Dankeschön. Machen wir gleich hier erstmal. Ja, das Ding. So, okay. So, Dokumente lesen. Ich sag mal so, in Resident Evil 5 waren tatsächlich die Dokumente völlig banal. Also, einfach nur so sinnlos Füllstoff irgendwie. Patrick's Memoiren 1. Eine Zeit lang schien es so, als würde sich Master Spencer wieder vollständig erholen. Doch das Schicksal war nicht so gnädig und jetzt zieht er sich tagelang zu Studienzwecken zurück. Es ist Ewigkeiten her, seit ich ihn zuletzt einmal im Speisesaal habe einnehmen sehen. Ich bemühe mich, die Mahlzeiten nach seinem Geschmack zuzubereiten und bringe sie jeden Tag zum Studierzimmer. Leider scheint ihm die Kraft zu fehlen, mehr als Suppe und andere Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, an der die Atmosphäre dieses Haushaltes so trostlos wie jetzt gewesen ist. In den vergangenen Generationen war das Spencer-Anwesen ein Ort der Zusammenkunft für die reichsten Vertreter der europäischen Gesellschaft. Heute kümmert sich nur noch ein kläglicher Rest des Personals um einen Mann, der sich selbst in einer seiner vielen Residenzen verschließt. Meine Familie steht seit den Zeiten von Master Spencers Urgroßvater in den Diensten des Spencer-Haushaltes. Noch vor einer Generation wäre ein derart schneller Verfall völlig undenkbar gewesen. Ich erinnere mich wehmütig an die Zeit meiner Jugend zurück, aber das scheint eine Ewigkeit zurückzuliegen. Es geschah vor etwa 50 Jahren, als mein Vater Hauptbutler des Haushaltes gewesen ist. Zu dieser Zeit studierte ich seine Pflichten als Vorbereitung für seine Nachfolge. Es gab immer eine Aufgabe oder eine Besorgung, während der ich durch das Haus lief. Ich erinnere mich, wie Lord Ashford, ein weiterer Aristokrat aus einer geschichtsträchtigen Familie, und Dr. Marcus, einer von Master Spencers Schulkameraden, in dieser Villa Zuflucht vor den Sommerhitzen gefunden haben. Klar, von der Sommerhitze. Mein Vater und ich begleiteten sie und stellten sicher, dass es ihnen nichts fehlt. Sie zogen mich oft auf, vermutlich, weil ich die jüngste anwesende Person war. Dennoch behandelten sie mich meist wie einen von ihnen. Ich erinnere mich, als mir Lord Ashford meinen ersten Brandy gab. Das war im ersten Stock des Speisezimmers, hinter der Steinstatue entlang des Raumes. Ich werde niemals den einschmeichelnden Geruch vergessen, als er die Flasche öffnete. Aber diese in Ehren gehaltenen Zeiten sind schon lange nur Erinnerungen. Lord Ashford, Dr. Marcus und natürlich mein Vater sind alle bereits verschieden. Nur Master Spencer ist noch übrig. Ich fürchte, seine Tage sind gezählt. Wenn Master Spencer stirbt, wird dies das Ende seiner illustren Familie bedeuten. Das Ende der Dienstleistung meiner Familie für seine. Derzeit kann ich nur auf das Unvermeidbare warten. Zwischen den letzten paar Seiten steckt eine Notiz. Nehmen! Okay. Ist das eine Telefonnummer? Ein Code wahrscheinlich, ne? So, alles gerade für ein Gebäude. So, hier haben wir eine Tür. Und der Kamin. Ich frage mich, wer hier gezündet hat. Ja, guck mal. Das ist der Butler. Oh Gott, diese Gänge, Alter. Großartig. Schüsse gewesen? Um Gottes Willen. Aber man merkt mal gleich irgendwie. Aha, ein WC. Grünes Kraut, wunderbar. Aber da merkt man gleich irgendwie, die Stimmung ist gleich eine ganz andere als im Hauptspiel. Großartig. Da ich noch nie das Remake von Resident Evil gespielt habe, sondern nur das Original, würde mich mal tatsächlich interessieren, ob sie tatsächlich die gleiche Architektur des Hauses genommen. So, Studierzimmer. So, hier wird es mal Zeit für die Moon, also Nade. So. Kombi. So, derzeit lasse ich Jill so ein bisschen außen vor, gerade mit dem mit der Munition. Patrick's Memoiren 2. Ich kann nicht aufhören, die Schreie der armen Seelen zu denken, die im Keller eingesperrt wurden. Ich habe ihnen allen das Virus verabreicht, nach der Anweisung von Master Spencer eine Woche zuvor. Was immer aus ihnen jetzt wird, sie sind nicht länger Menschen. Ich habe auf Master Spencers Geheiß hin bei einer Vielzahl von Experimenten assistiert. Ich weiß nicht, von welchem Nutzen ein Butler wie ich, so ganz ohne Erfahrung, in den Wissenschaften sein kann, aber ich sollte stolz sein, dass mir mein Herr mit solch wichtigen Aufgaben vertraut.
Normalerweise hat er für die Leute um sich herum nur Verachtung und Misstrauen übrig. Dennoch kann ich nicht anders, als einen Widerspruch zwischen dem, was ich fühlen sollte, und dem, was ich tatsächlich fühle, festzustellen. Auf der einen Seite bin ich von Freude erfüllt, dass ich die Chance bekomme, Master Spencer wie auch immer zu assistieren. Auf der anderen Seite fühle ich, dass ich mit jedem Experiment einen Teil meiner Seele verliere. Ein paar Tage freizunehmen oder mich von allen Emotionen zu befreien, sind die einzigen Wege, meine geistige Gesundheit zu halten. Wie auch immer, ich muss handeln und nicht meinen Herrn in Frage stellen. Pflichten und Ehren, darum geht es. Über Generationen hinweg hat meine Familie dem Spencer-Hauser loyal zur Seite gestanden. Ich werde meine Pflichten nicht verraten und ich werde Master Spencer bis zum Ende dienen. Ich habe ihm mein Leben gewidmet und daran wird sich nichts ändern. Es ist Zeit, den Zustand des Versuchssubjekts zu überprüfen und Master Spencer darüber Bericht zu erstatten. Ich werde meine Pflichten ausführen und ich werde es ehrenhaft tun. Nix. Also, naja, was haben wir jetzt für eine Info bekommen? Wir wissen jetzt, dass im Keller irgendwelche Experimente stattgefunden haben und die wahrscheinlich immer noch da sind. Also, Keller, Gefahr. Das ist jetzt so das, was ich damit rausnehme. Ansonsten ist halt viel Füllstoff einfach nur. Viel sinnloser Füllstoff. Da steht. Jill! Roger! Jill! Los. Moonlight Sonata. Gerade jetzt halt mit der Tür runtergegangen ist, dachte ich wirklich, hier ist jetzt was hinter. Ist vom Vorteil, dass ich hier spielen kann. So, nehmen. Kontrollpunkt. Jill, ruf da nicht hin, du musst zur Not rausholen hier. Aber wozu ist jetzt der Knopf da? Haben wir jetzt den Knopf? Also der Knopf leuchtet nicht mehr. Ich gehe davon aus, wir haben ihn gedrückt. So, okay. Okay. Also ich weiß, dass die Anordnung der Räume im Originaltitel damals, 98, glaube ich, anders war. Deswegen, beim Remake weiß ich es jetzt tatsächlich nicht irgendwie, weil, wie gesagt, never played them. Wird aber noch passieren. Deswegen würde mich mal interessieren, haut mir mal in die Kommentare, ob die Räume gleich sind. So, hier können wir jetzt. Warte mal, man konnte doch auch irgendwann. Come on! Okay. Ja, ja. Nee. Nein, ich hab doch keine Karte anscheinend. Oh, der! So. Und das Zentauren-Emblem wurde eingesetzt. Jetzt mal dezent die Tür öffnen. Oh, okay. Sieht. Oh, ho, ho, ho. Komm jetzt, Hunde. Komm jetzt, Hunde. Ey, Penner, auch noch ein Hundewellen im Hintergrund. Oh, ihr seid so schön. Schön. Schöne Anspielung. Großartig. Aber bleibt dabei irgendwie, das ist doch Kernkompetenz von Resident Evil. Ne? Halt einfach klaustrophobische Räume irgendwie in einem Herrenhaus. Das ist. Abgeschlossen. Jill, was? Jill kann öffnen? Jill! Okay. Jill, los. Okay, it's open. Das ist tatsächlich mal ein sehr nützliches Gimmick. Dass Jill jetzt einfach mal Räume abschließen kann. Pfff, was sind das da? Drei Passwörter. Haben wir wahrscheinlich, wir haben eins da oben gefunden, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich würde sich hier etwas öffnen. So. Dokument lesen. Spencer Memoir. Ach komm! Ich, Oswald E. Spencer, Gründer und Geschäftsführer von Umbrella, rufe mich hiermit zum Herrscher über die gesamte Menschheit aus. Habe ich auch letztens die Sache gemacht. Jeder sollte sich von mir niederwerfen. So wie sie es zuvor vor den uralten falschen Göttern getan haben. Das zumindest hätte mein Schicksal sein sollen. Aber ich wurde nicht zum Gott. Ich konnte die Verbindung zu meiner eigenen schwachen Menschlichkeit nicht lösen. Stattdessen wird mein Körper von dieser verdammten Krankheit zerstört. Der Krankheit des Alterns. Sie hat Falten unter meine Haut geschnitzt. Achso, sie hat Falten in meine Haut geschnitzt, tief wie Canyons, und meine Arme sind dünn wie die vertrockneten Zweige eines sterbenden Baums. Das Alter hat mich der Nutzung meiner Beine beraubt. Um doch noch ein Gott zu werden und das Schicksal der Menschheit zu formen, muss ich diese Krankheit daran hindern, meinen Körper zu zerstören.
Ich glaube, es gibt ein Sprichwort, dass man die Freunde des Lebens erst erkennt, wenn der Tod vor der Tür steht. Das ist tatsächlich so. Solche Sprichworte sind für sterbende Schwächlinge. Hey. Ich bin kein sterblicher Schwächling. Na, sie versuchen ihre Ängste mit markigen Euphorismen zu verdecken. Sterbliche können nicht verstehen, was das Leben für Menschen bedeutet, die der Tod nicht berührt. Ignoranten beziehen gerne die in ihre Verallgemeinerung ein, die mit ihnen pedantischen Träumereien nichts zu tun haben wollen. Ja, das ist ein Satz, der völlig leicht von der Lippe geht. Ich werde dieses ungerechte Zerrbild, das mir die Zeit angetan hat, rückgängig machen. Und ich werde mich als perfektes Wesen präsentieren, das über die gesamte Menschheit herrschen wird. Ich werde dir eine neue Liste mit Geboten geben, nach denen sie ihr Leben richten sollen. Den als Metapher am Start. Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch den Schlüssel zum ewigen Leben finden. Ach, ja, das ist halt nur noch diese Kleinigkeit, ne? Kennt man ja. Sonst schon alle parat, so alle seine Gebote schon geschrieben, aber dieser kleine Schnipp, dieser Schlüssel zum ewigen Leben, der müsste halt noch gefunden werden. Da muss man nochmal gucken, wie geht. Das von Umbrella gefertigte Virus ist dieser Schlüssel. Es unterdrückt die Teloma-Verkürzungen und. Was? Teloma-Verkürzungen und nie lesen so ein Wort. Und negiert so die Funktion, welche die Zellteilung limitiert. Irgendwo dort liegt der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ich habe alle erdenklichen Mittel zur Verfügung. Ich kann meine Ambitionen umsetzen. Danke, Alex. Ich habe in der Folge von Umbrellas Bankrott viel Humankapital verloren, aber ich habe immer noch die Unterstützung von Alex, dem besten, gescheitesten und letzten all meiner Kinder. Ich habe Vertrauen, dass wenn jemand eine Heilung für das Leiden der Zeit finden kann, die mich daran hindert, meine Rolle als Führer der Menschheit auszufüllen, es Alex sein wird. Alex wird einen Weg finden. Tja, ist Alex, glaube ich, Spoiler? Wesker. Der ja eigentlich Albert heißt. Spencer's Bamoran 2. Ich habe alles getan, worum mich Alex gebeten hat. Der Anfangsreichtum von Alex übertrifft die normalen Menschen bei Weitem. Wir warten auf den richtigen Zeitpunkt, sammeln die benötigten Materialien und Alex sorgt dafür, dass weiter alles reibungslos läuft. Die meisten Kinder werden von den Beschränkungen ihres Intellekts behindert, aber nicht Alex. Niemals zuvor habe ich jemanden, der die Fähigkeit anderer Menschen nur durch Beobachtung annehmen sehen. Ich könnte nicht zufriedener sein. Alex zeigt Qualitäten, die allen anderen überlegen sind. Ich habe alles besorgt, was Alex und die anderen Wissenschaftler benötigen, um ihre Forschung durchzuführen. Unbegrenzte Finanzierung, erstklassige Ausrüstung, Forschungsmaterial und einen endlosen Strom von Testsubjekten. Jetzt wird nur noch Zeit benötigt. Sie werden ihre Forschungen auf einer abgelegenen Insel in der Südsee durchführen. Ah, nee, warte mal, Alex, stopp mal. Auf der sich eine verlassene Militäranlage einer benachbarten Nation befindet. Und zwar, Alex ist nicht Albert, sondern Alex ist einer der Ashcroft-Zwillinge aus Resident Evil Veronica. Genau, es wird noch kommen. Aber halt mich irrt, Alex ist nicht Albert. Wie der Name ja schon sagt. Alex ist bereits mit einer Gruppe von wissenschaftlichen Assistenten, Forschungsmaterialien und Hunderten von Testsubjekten drauf. Ich habe geduldig auf gute Nachrichten ihrer Forschung gewartet. Stattdessen habe ich nur einen Anruf einen Monat später erhalten, mit der Bitte um mehr Testsubjekte. Wie ist es möglich, dass sie derart viele Testsubjekte in nur einem Monat verbraucht haben? Als meine Frustration wuchs, versuchte mich Alex zu beruhigen. Ich versichere ihnen, dass alle Experimente reibungslos verlaufen. Und so warte ich weiter. Ach, Spencer Memoir 3. Ich habe gewartet und gewartet. Immer noch keine Nachrichten von der Insel. Seit ihrer Abreise ist ein Jahr vergangen und ich habe tausende Testsubjekte zu ihrer Forschung geschickt. Tausende! Alter! Sobald Alex Verbesserungen am Virus vorgenommen hatte, verabreichte es das Team einer Gruppe von Testsubjekten. Unglücklicherweise haben sie nicht die Zeit, es zu studieren, bevor sie es testen. Wenn es vielversprechend aussieht, setzen sie es ein und sehen, wie die Testsubjekte darauf reagieren. All das war wohl so zu erwarten. Es ist nicht der Fehler von Alex. Ich war ungeduldig und das stimmt, aber die Situation ist verhängnisvoll. Das Alter hat mich nicht nur dieser wertlosen Hülle ermattet? Was? Das Alter hat nicht nur diese wertlose Hülle ermattet, sondern auch meine inneren Organe angegriffen. Viele davon sind inzwischen praktisch nutzlos. Was immer sie noch zu leisten imstande sind, ist in erster Linie den Maschinen zu verdanken, die in meinen Körper angeschlossen sind. Zeit ist ein gnadenloser Gegner. Ich zähle auf dich, Alex. Nur du kannst mir zum Schlüssel für das ewige Leben verhelfen. Nummer 4. Endlich, ein Erfolgsbericht. Das Experiment war ein Erfolg. Die Neuigkeiten allein hat einen neuen Schub von Energie durch meinen Venen gejagt. Ja. Ich fühle mich viel jünger. Gestern hat sogar das Abendessen besser geschmeckt. Der Weinlieblicher, mein Butler Patrick, ist ein echter Meisterkoch. Unglücklicherweise war die Freude nur von kurzer Dauer. Alex ist verschwunden. Ich wäre weniger beunruhigt, wenn das der einzige bedauernswerte Bericht von der Insel gewesen wäre. Die anderen Forscher sind ebenfalls nicht auffindbar. Ebenso tausende der Testsubjekte. Und besonders tragisch, alle Forschungsmaterialien, inklusive des finalen Virus, das mich zum Gott machen sollte, sind nirgendwo auffindbar. Ich wurde hintergangen. Ich habe zugelassen, dass ich hintergangen wurde. Ich hätte von meinen Fehlern mit Albert lernen sollen. Jetzt steht mein Leben auf Messers Schneide. Ich kann nur noch einer Person trauen, mein Butler Patrick. Er ist meine letzte Hoffnung, das Virus zu finden, das mich von dieser verdammten Krankheit befreien wird. Es ist an der Zeit, aber ist die Zeit auf meiner Seite? Fragezeichen. Das ist die Frage, die meinen Geist beschäftigt. Und nur der Gott, den ich bald sein werde, kann diese Frage beantworten. Alter, bitte nicht noch 5.
So, nirgendwo jetzt hier mal ein Code drin gewesen. Wunderbar. Ah, so Schnuck. So, okay, hier geht's weiter. Da vorne sieht es nach Gefängnis aus. Also das sieht nicht nach normaler Tür aus. Und das schon erst recht nicht. Jill, dann pack mal rein. Roger. You grab it. Okay. Ja, muss ich jetzt. Come on. Roger. Take it. Roger. Roger. So, wie schaut's hier aus? Okay, ich würde ihr tatsächlich mal Teilmittel noch geben. I owe you one. I owe you one. So, nice. Schön. Winkelt. So, hitzeempfindliches Papier aufgehoben. Ah, hitzeempfindliches Papier. Dann können wir doch mal. Was war denn gerade? Eine Schmidt und wessen? Die nehmen wir. So, tatsächlich würde ich gerne mal zum Kamin jetzt zurückgehen. Oder warte mal, war da hier eine Kerze? Kann ich die an der Kerze benutzen? Nee, kann ich nicht. Die ist von einer Seite verschlossen, okay. Da ist ein Kraut. Nee. Eins von diesen komischen Dingen. So, wie komme ich denn an dich an? Muss ich doch schießen? Ja, okay. Da musst du schießen. Understood! So, dann geht's ja hier noch weiter. Da kommen wir aber nicht durch. Dann würde ich doch mal ganz kurz. Und wehe, jetzt kommen Hunde. Es ist eine schöne Atmosphäre. Haben sie geil gemacht. Wir spielen jetzt hier Klavier. Hochgradig beunruhigend. So, okay, können wir denn jetzt hier tatsächlich etwas erhitzen? Ja, wunderbar. So, und? Zweiter Code? Wunderbar. Zweites Passwort. Schön. Müssen wir natürlich erstmal gucken, wer hier so abklimpert. Die ist ja nicht da oben. Da oben, wa? Ja, wo oben? Hier war der Klo. Stimmt. Naja, wie kommen wir in Orientierungssinn? Ey. Ach komm, ey, ist fies. Extra jetzt Haylocked irgendwie und nothing's happened? Kann natürlich auch sein, irgendwie, dass wir jetzt durch das Spiel Haylocked wurden in der eventuellen Situation, dass wir in diesem Raum noch nicht gewesen wären. Ja, dann wäre natürlich vom Spiel eine schöne Leitung gewesen, irgendwie, um uns zum nächsten Punkt zu führen. Ich lege dem Spiel diesmal so aus. Okay. Tatsächlich, die erste Etage war nochmal kurz ein Thema. Weil wir haben auch noch keine Kurbel und nichts. So, und zwar hier drüben. Latsch. Finde ich aber so geil, wie er die. Was? Wie? Also, wie er die Tür auftritt. So, und zwar hier. Sind wir jetzt noch nicht weitergelaufen. Ist doch nicht so von hinten. Okay. Dachte schon, ich höre jetzt irgendwo so einen Zombie schlurfen. Oh. Dieser Dekorteller gehört zerstört. Noch ein Buch. Freut mich aber. So ein Scheiße. So.
Aber hier ist auf jeden Fall ein Zettel drin. Das sieht wie die Seiten eines Tagebuchs aus. Einige der Eintragungen fehlen. Ah ja, cool. Passwort. Beautiful. Wir haben alle Passwörter. So, schnippidi-schnupp. Den nehmen wir mal schnell an den 486er ran hier vorne. Und geben die Passwörter ein. So, Umbrella. Nein! Nein! Nicht Memoiren! Ich bin schon den größten Teil meines erwachsenen Lebens seit bei Master Splinter angestellt, wenn so erscheint. Und wir haben gezeigt, aber später habe ich dich erstmal angegriffen. Achso, ja, okay. Ich dachte schon, wir hätten das noch nicht gelesen. Ich bin schon den größten Teil meines erwachsenen Lebens bei Master Spencer angestellt. In letzter Zeit jedoch scheinen mir seine Handlungen rätselhaft. Beispielsweise hat er alle nur erdenklichen Maßnahmen ergriffen, um seinen Aufenthaltsort vor der Außenwelt zu verbergen. Ich weiß jedoch nicht, aus welchem Grund dies geschehen ist. Nein? Doch. Ja. Eines Tages hat er mich gebeten, einen bestimmten Mann zu finden und ihn über den Aufenthaltsort meines Herrn zu informieren. Ich weiß nicht, warum er derartige Anstrengungen unternahm, um Kontakt mit diesem Mann aufzunehmen, aber vielleicht wollte er einfach nur sehen, ob ihn jemand finden könnte. Der Mann war ein gewisser Albert Wesker. Einen Namen, den ich ziemlich lange nicht mehr gehört habe. Aber ich habe ihn nur einmal getroffen. Das war vor mehr als 10 Jahren. Mit Scham erfüllt muss ich zugeben, dass ich mich nicht an sein Gesicht erinnern kann. Dabei ist es als Hauptbutler Teil meiner Aufgabe, mich an Menschen zu erinnern. Der Grund dafür, glaube ich, sind die kalten, gefühllosen Augen, die alles andere überschatteten. Jedenfalls habe ich es geschafft, Wesker die Information zuzuspielen, ohne ihn wissen zu lassen, dass dies Master Spencers Begehr gewesen ist. Ich kenne ein paar skrupellose Individuen, die Informationen verbreiten können, für den richtigen Preis, versteht sich. Es ist die Art von Mensch, die sich nicht darum kümmert, mit wem sie redet. Was das von mir gewählte Individuum so wichtig macht, ist die Tatsache, dass er Zugang zu einer Spionin hatte, die regelmäßig mit Wesker zusammengearbeitet hat. Aha. Ich habe seinen Namen vergessen, Roberto oder Ricardo, viel mehr bezahlt, als er eigentlich verdient hat. Und ich gab nur gerade so viel Information, die er zur Erfüllung von Master Spencers Wünschen benötigte. Ich habe pflichtbewusst Master Spencers Anweisungen Buchstabe für Buchstabe ausgeführt. An diesem Punkt aber nahm die Situation eine kryptische Wendung. Mein Herr entließ mich und ich weiß nicht warum. Ich habe ihn nach einem Grund gebeten. Das einzige Mal, dass ich ihm eine Frage stellte, aber seine Reaktion war Schweigen. Das ist doch bitter. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich bin von einem Gefühl des Verlusts erfüllt. Alles, was ich hier kannte, ist verloren. Ich habe mein ganzes Leben dem Dienst im Spencer-Haushalt gewidmet. Und dieses Buch ist jetzt schon voll ohne Grund geschlossen. Zurückbleiben jetzt nur noch die nicht vertrauenswürdigen Sicherheitswachen und die unter dem Gebäude eingesperrten Leute. Ich bezweifle ernsthaft, dass die Wachen die Fähigkeit haben, Master Spencers Bedürfnisse zu befriedigen. Könnte es sein, dass er sterben möchte? Nein. Es ist nicht diese Art von Mann. Er ist nicht diese Art von Mann. Er würde seine Angelegenheiten nicht in einen solch unfertigen Zustand zurücklassen. Master Spencer muss irgendein großartiges Vorhaben betreiben. Meine Güte, das mein Verständnis schlichtweg übersteigt. Jedenfalls kann ich nur seine Wünsche befolgen und gehen. Ich werde bis zum Ende loyal sein, auch wenn es mir das Herz bricht. Hier ist eine weitere Akte. Sieht wie eine Liste mit dem Namen der Testsubjekte aus. Testsubjekte. Hans, Felicia, Marco, Jonah, Irma, Ken, Laura. William, Harrow, Derek, Miles, Alex, Albert. Oh, schau mal an. 13. Die Zahl der Kandidaten wurde auf die oben genannte 13 Individuen begrenzt. Ach du Schande. Ach du, das sieht nicht gut aus. Nein! Oh shit. Oh no. The controls must be somewhere else. Okay, gehen wir mal in den Rechner, oder was? Oh, zurück! Nein! Schließen! Wo ist was? Dokument lesen. Nee, nicht. Jürg, mach dir nicht vor, das sieht schlecht aus. Warte mal daneben. Hier war doch ein Platz. Dokument lesen. Nee, oh nee. Kannst du nicht auf den Hebel schießen oder irgendwas? Ach, chill. Da, der Hebel. Mann. Ja, jetzt wird die Gummi falsch, ey. Das ist doch scheiße. Komm, sie können irgendwas schießen. Ja, chill, tut mir leid, du bist Stern. Du will die. Come on! Out of the question! Out of the question, ja, gut weg. Ist hier irgendwas? Nee. Ja, sorry, Jay. Oh! Ja, scheiße. Fortsetzen. Okay, jeder jetzt bitte nicht hin.
So, das heißt, hier muss irgendetwas sein. Irgendein Mechanismus. So, am Rechner war es halt nicht. Kann ich jetzt nicht hier drauf schießen, irgendwie und sagen. Nee, er schießt durch. Hebel. Der Tock will ja sagen, hier geht's irgendwo durch, aber. Dokument, Dokument, Dokument lesen. Kannst du einfach bloß die blöden Dokumente lesen. So, warte mal, wenn draußen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Draußen. Ich kann draußen rumlaufen. Aber das. Irgendwie da hinten reinkommen. Die Wahl zu bezweifeln. Probiert einfach mal. Ich laufe jetzt außen rum in der Hoffnung, dass jetzt quasi das andere Ding offen ist. Jetzt hat natürlich ein bisschen Zeit verschwendet, was mir leid tut, Jill. Ich bin auch noch rechtzeitig, wenn denn überhaupt. Denn doch, schön. Aha, okay. Cool. Nice. So, kann man jetzt hier durch? Kann man es öffnen? Nein. Muss man jetzt immer diesen Umweg laufen? Da bin ich ja dagegen, ne? Bin ich ja dagegen. So, zack. Einmal hier durch, bitte. Also tatsächlich sucht man eigentlich immer, also ich bin eigentlich so durch die Spiele mehr oder weniger halt so ein bisschen konditioniert, immer im angrenzenden Raum danach zu suchen. Und nicht raus aus dem Flur und noch woanders und nochmal hier und nochmal links und... Aber gut, ne, man lernt ja immer dazu und die Spiele werden ja auch nicht dümmer. Oh nee. So, hier haben wir die Kurbel. Ah, alles klar. Quadratische Kurbel, das sind natürlich Objekte, die ich ebenfalls in einem Safe aufhebe. So, 5. Ich bin versucht, ihr alle Patronen abzunehmen. So, dann zurück zur Haupthalle. Und setzen wir mal die Kurbel an. Und öffnen das Gitter. So. Und? Kübs. Okay. Wegen was? Achso, jetzt kann ich los. Genau, so ist die Kurbel gegen. Alles klar. Super chill. Oh. Oh. Der Tod. Aber ordnungsgemäß abgelegt da oben. Ich denke nicht, dass da jemand gestorben ist. Das wurde wahrscheinlich einfach nur zur Seite gelegt. So. Okay. Muss mal kurz die Kamera nachpositionieren hier irgendwie. Ich rutsche mal so ein bisschen runter hier. Ach du Schande. Spring. Na bitte. Gibt's da noch was oben? Wie sieht das aus? What is that smell? What is that smell? I hope we don't run into whatever's making it. And when have we ever been that lucky? Ja, das Smell, what you smell, das ist 48-Stunden-Schicht, junge Dame. Ach du Schande, Alter. Oh, warum denn, ey, so ein Folterkeller, ey. Oh Gott. Warte. Oh Gott, wie sehen die alle aus? Wirklich ein bisschen gruselig. Schande. So,
So, was hat denn das bitte mit Experimenten zu tun? Also. Warten. Was war denn gerade für eine Mucke hier? Ist noch ein Fass? Das ist so geboten! So, Moment. Mann, das brauche ich nicht. So, jetzt öffnen. Nee. Stöhnt denn hier so rum? Wer stöhnt denn hier so rum? Oh! Oh! Alle, was los? This is Gott. Why it smells so bad. Be careful. Ja, be careful. Scheiße, den kannst du gar nicht von vorne verletzen, oder was, wa? Ja, das ist natürlich jetzt nicht so Sinn. Okay, wie machen wir dann am besten? Da oben, das Auge! Da ist das Auge! Ekelhaft, Alter. Ekelhaft. Igitt. So. Können wir das hier abhacken? Ja, Capcom versteckt ja meistens ja nochmal irgendwelche Schätze in irgendwelchen Fackeln. Ich brauche Fallibaum. Oh! Oh! Dankeschön. Ist er tot? Oh, jetzt jucken die ohne alle auf hier, ey. Mann. Okay, gut. Hätte man jetzt hier vorne noch irgendwie. Einfach runter, ne? Ja. Das ist ein Fass. Das ist ein Fass ohne Böden hier. So, was haben wir da? Was ist denn das? Immer noch so eine. Mann, ey, ist ja krass. So, schnubbidubub, haben wir. Holen wir uns mal hier. Und der Fass. Oh fuck, was war denn das jetzt? Come on, ey. Be more careful, okay? Dankeschön. Aber das ist jetzt eine scheiß Nummer. Was für ein Penner, ey. So, Stern. Ey, vor allem verschwende ich halt meine Moon auf so eine Scheiße hier irgendwie. Wie sieht's dann aus? Du hast noch 9. Tatsächlich zieht jetzt erstmal kurz mal deine Munition ab. Damit du die jetzt nicht einfach verschießt. Junge Jay. Wo? Wo? Vollpunkt. Okay, Jill, hoch mit dir. Wir bereit, wenn du bist. Okay, alles klar. Ah, gut. I'll cover you.
dann guck mal. Cover me mal. Jetzt kommst du jetzt nicht, oder was? Abschlüssel. Muss den Schlüssel finden. Mist, kommt von der Frau in die Hand. Da kommt hier irgendwie nicht aus der Busche. Schön, schön. Ganz schau. So, nee. Bleib da oben. Das ist ja Quatsch. Take this. Dankeschön. Hoch mit dir. Schwupp. Schwupp. So, okay. Ja, Problem, wenn ich jetzt einfach vorbeilaufe, dann hat er mich. Jungert. Okay. Na denn. Okay. Denn so. Da bin ich ja schmerzfrei. So, ist Jails hier oben? Okay, alles klar. Jill ist halt eine Fitte. So, gut. Drehen wir das Ding. Chest. Gefängnisschlüssel. Wunderbar. Wunderbar. Bestens. So, dann gehen wir wieder runter. Und gehen hier durch. Gefängnisschlüssel wurde benutzt. Mann ey, wer baut denn so eine Scheiße hier? Muss man denn überall runterspringen? Sind da Treppen? Ah, Setting ist halt echt geil. Fällt mir gut. Oh, warte mal, da drüben steht jemand. Oh, der kann springen. Kann gut springen. Okay, er kommt das also hier rüber. Das ist nicht so gut. So, schön, dann musst du jetzt mal reißen. So. Oh fuck! Zwei! Jetzt sind zwei! Schauen wir mal, ob wir den unten kriegen. Ah, kann man nicht spielen. So. Okay, da drüben wäre noch etwas. So, Jill, kommst du runter? Oder, nee, warte mal, bleib mal ein bisschen da drüben. Merk schon. Oh, okay, zweiter. Silbernes Wappen auf hier oben. Das geht so bloß noch. So wenig Schuss. Okay, wir haben noch die Shotgun und wir haben noch die Smith & Wesson. Hallo. So, haben wir. Ah, hier haben wir ein Fass. So, das machen wir kaputt. Schön. Pistolenmunition. Und da sag ich doch mal.
Thanks. Use this. Bitte schön. Und okay, du hast ein Heilspray, sehr gut. So, okay, wo können wir die denn hier aufkurbeln? Achso. Das ist natürlich... Ach, scheiße. Kleister. Es wird doch nicht besser. Was sind das da für Riesenköpfe? Jill, are you okay? Jill, war das angefangen? But I lost most of my gear. Same here. Fine. Try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. Copy that. Okay. Okay, das Hilfespray haben wir gefunden. Und... Lenkgranate. Okay, wird jetzt eine Lenkgranate gegen Leute... Oh, krass. Hier brauchen wir wohl einen, ich weiß nicht, etwas Grünes oder etwas Dreieckiges. Ach du Scheiße, wir haben keine Waffen mehr. Nein! Nein, hör auf! Wo ist meine Smith & Wesson? Und die Shotgun? Ach komm, ist das jetzt alles weg? Please don't, ey. Los, kicken weg, Mann! Den Bogenmesser nachsetzen. Freund Blase. So, aber nur nicht. Oh, nee. Nicht dein Ernst, Alter. Nicht dein Ernst. Warum ist hier so ein Typ? Und ich habe nur Blendgranaten. Warum hat der nur Blendgranaten? Das ist doch kacke. Das ist doch scheiße. Krieg da ja nicht. Also, was soll denn das? Ah, Jill. Und Jill hat auch eine Spinne. Kotzen. Ich kann dich doch kotzen. Spinne? Eine Spinne. Können die mir das anhaben? Das sind ja fette Teile, ey. Bitte? Oh, ein Kurbel. Okay. Die werden wir wahrscheinlich... Alter, das ist ja eine Tiefe. Mann, die Mucke ist aber echt heftig. Das ist wirklich mal geiles, wirklich, wirklich geiles Addon. Also, der Dicke. Heißt also, wahrscheinlich im Umkehrschluss, wir müssen ihn mit dem Brenngranaten stunnen und mit dem Messer rangehen. Richtig, richtig miese Idee. Richtig miese Idee. Hoch. Das ist nicht, ne? Kann man hier ditchen hier in die Mauer? Komm, ein bisschen lehm, ey. Kommst du doch durch. Okay, da ist. Oh, da ist er. Ah, er kann nicht springen, ne? Ja, ein guter. Gnadeter Hüpfer. So, okay, wir brauchen mal. Es ist halt wichtig, dass wir nochmal einen Aufwärtshaken machen. Oh, fuck. War nicht gut. War nicht gut. So, die anderen Spinnen lasse ich jetzt mal kurz sein. Ich würde tatsächlich mal probieren, hier das Ding hochzuprobeln. Ich denke, es würde gehen. Hat er uns entdeckt? Jill! Roger! We can take them all out with this! Ah, wir können eine Falle auslösen. Schön! Das sieht doch schön aus. Die Frage ist, ob wir ihn jetzt in dieser Falle stunnen müssen. Oder... Das ist schon ausreicht.
mein Digga. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Wenn man so gehen würde. Ich denke nicht, dass er gerade ist, irgendwie. Okay. Gut. Dann können wir das jetzt hier einsetzen. Sonnenschlangenscherbe wurde eingesetzt. Gut, da ist eine Leiter, die hochgeht. Gut, schauen wir mal. Achso, würde tatsächlich gerne noch mal in die... Oh je, okay, hier haben wir noch mal eine Falle, die wir betätigen könnten. Komm ich da hoch? Kommt Jill da hoch? Hier kommen wir da hoch. Achso, hier waren bloß die anderen. Ja, hier waren schon. Okay. Zuck. Zack. Andere Spinne lasse ich leben. So, ich wollte mal tatsächlich hinten noch mal kurz schauen. Was ist das jetzt hier? Wahrscheinlich gleich hier ein Zombie hoch. Ploppt. Wahrscheinlich ist Jill hier runtergeflogen. Und wir sammeln mal das Zeug ein. Das ist wahrscheinlich, wenn man das jetzt zu zweit gespielt hätte, wäre da einer der andere hier gelandet. Würde ich jetzt mal so tippen. So, okay. Gut, dann weiter hoch mit uns. Schnell wieder. Klettern. Okay. Ich muss echt aufpassen, irgendwie, dass wenn ich jetzt hier attackiert werde, irgendwie nicht die falsche Schultertaste drücke und hier eine Blendgranate droppe. Loot ist nie gut. Oh je. Nee, will ich jetzt nicht geben. Ah, wie schön. Take it. Roger. Gut. Alter, ich habe jetzt ziemlich viel gegeben. I owe you one. I owe you one. Oh, so schaut's aus. So. Ich glaube, es ist ganz mit Albert und Spencer. Ja. Ja, na toll. Ach du Scheiße. Come on! Out of the question! Oh! Und eine reingekriegt. Ganz gut. Alter, hör doch auf! Herz rausgerissen? Chris! Er hat mir das Herz rausgerissen. Natürlich hat er mir das Herz rausgerissen. Ah, fortsetzen. Ja, bitte. Okay. Gut. Wie das? Jetzt mal ein bisschen Munition sammeln hier.
Okay, auch Jill wird entherzt. Das ist schlecht. Ah, schade, schade, schade. Mit der Blöde ist natürlich, dass ich jetzt gerade hier irgendwie... So, weggehüpft. Watch out! Ja, hab doch X gedrückt. Was ist denn mit für ein Scheiß? Was ist denn mit für ein Mist? Chris! Erholen, ach ey. Ich muss mich erholen lassen. Oh, Scheiße. Was ist denn nur los, Alter? So, aufhören. Bums. I need ammo. I expected more. So, tatsächlich finde ich die Bosskämpfe gegen Wesker am nervigsten in diesem ganzen Spiel. Also gerade im Hauptspiel, ne? Body Slam. Heroic move. So war damals. Ah, okay, nice. Und das war in Albträumen verloren. Cool. A-Ranking, gar nicht mal so schlecht. Trotz tausendmal sterben. Naja, gut. War jetzt auch kein großer Schwierigkeitsgrad, den ich hier genommen habe. Sie können Chris und Jill jetzt mit einem Menüpunkt exklusive Figuren ansehen. Wunderbar. Tja, ihr Lieben, das war in Albträumen verloren. Ich muss sagen, es war ein ziemlich cooles Add-on irgendwie. Also... Männer-Setting geht immer irgendwie, Kerker fand ich auch echt übel und die Viecher da unten waren auch echt krass. Also mir hat es gut gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da und helft dem Kanal zu wachsen dadurch. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Projekt wiedersehen. Bis dann, ciao.